Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Odyssey. Und wir müssen der guten Dame hier folgen, denn die will zu ihrem Boot zurück zu ihrer Heimat. Und wir hier haben noch ein bisschen Hühnchen zu rupfen auf dieser wunderschönen Insel. Denn diese müssen wir noch abgrasen und abernten. Jo. Hier, das ist für dich. So eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Du siehst niedlich aus. So, als könnte sich dir nichts in den Weg stellen. Ich schätze es überhaupt nicht, wenn man mich niedlich nennt. Es gibt noch ein paar andere Wörter, die zu dir passen würden. Da bin ich ja mal gespannt. Wie wär's mit wunderschön? Das passt sogar noch besser. Die anderen verrate ich dir später. Ich hoffe, später kommt bald. Also, was denkst du? Ich glaube, ich war vorher viel schlechter gelaunt. Es gibt so viel, wonach ich mich sehne. Um Odysseus Größe zu erreichen, wo soll ich da anfangen? Für deine eigene Größe. Das klingt auf jeden Fall gut. Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen. Er war berühmt für seine Gerissenheit. Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist. Zu den Ruinen von Odysseus Leben. Nicht um dein eigenes zu leben. Hä? Ich sollte es besser wissen, als den Rat von Söldnern zu suchen. Lass mich. Hä? Ich hab doch was Nettes gesagt. Ich wollte was Nettes sagen und... Das ist so doof, man sieht nicht alles. Man sieht nicht alles, es ist Kacke. Ich will mit der alten... Ach Mensch. Hat so gut angefangen und jetzt... Wo ist sie? Das hier Schiff oder wie? Oder ist es unser? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das wäre eine nette Geste. Aber das habe ich wohl falsch interpretiert und somit... Naja. Hier haben wir noch was, ein unentdeckter Ort. Da müssen wir hingehen. Das wäre ja, falsche Mühe und so. Aha, kann ein Sperrgebiet nicht ausstehen. Und da will er auch nicht hingehen. Kann ich verstehen, wenn er ein Sperrgebiet nicht sehen will. Bum, 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 bum. So, und nochmal eine Runde. Waren hier schon klar. Aber glaube ich noch nicht so weit nach hinten, ne? Ich glaube, das war wirklich jetzt das erste Mal. Oh. Und ich frage mich jetzt auch gerade, warum wir auf dieser Insel waren. Ach genau, wegen irgendeinem Amulett oder keine Ahnung was. Und da haben wir jetzt den Folgequest gehabt. Und die haben wir leider versaut. Die können wir schon bringen, aber sie. Okay, wir können also keine Kinder umbringen. Google hat sich gemeldet. Ganz komische Sache. Und jetzt haben die, können also keine Kinder umbringen. Doofe Sache aber auch. Wir können wirklich keine Kinder umbringen. Hat wahrscheinlich Hintergründe. Wegen Recht und so keine Ahnung was. Naja. Oh.
Rätsel steckt. Sucht euch Deckung! Die Pfeile kamen von dort drüben. Ich weiß, wo der Schuss herkam. Möglich? Ich weiß, wo du dich versteckst. Nö, weißt du nicht. Der kann auch nichts dafür. Oh, Hundi. Hallo? Wow. Das hat aber gesessen. Bis zum Tod. Und weiter. Hier gibt's einen Schatz. Der Kleine hier. Aber das war jetzt nicht das Fragezeichen, oder? Doch, das war's schon. Oha. Dann müssen wir zurück. Das fand ich jetzt ein bisschen doof. Ich dachte, wir... Nein. Hallo, kurz hoch. Ich dachte, wir würden da jetzt der Dame... War es im letzten Part? Nee, das war in diesem Part. Wir würden der Dame halt so einen Kicker geben, so, hey. Hä? Und jetzt hat das Ganze versaut. Mann. Das kränkt mich ein bisschen, muss ich dazu sagen. Das ist wirklich so. Hätte besser laufen können. Ich hoffe, wir haben nochmal die Gelegenheit, mit ihr zu quatschen, zu tratschen und zu blödeln. Wo? Haben wir es jetzt abgeschlossen? Müssen wir nur noch da Hallo, Halli, Hallö sagen? Ich bin verwirrt. Ich bin aktuell verwirrt, was wir da machen müssen, aber das klären wir bestimmt auf. Ja. Ein Quest in der Nähe. Nimm ihn an. Lauf dahin, wo du gerade hinläufst und überbring den Quest. Wow. Aber, naja. Cassandra, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldnerin. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Feldherren bluten wie jeder andere. Gut. Also, was sagst du? Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich finde eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle.
Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Ja, eine gute Antwort. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Das ist eine gute Antwort. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Focus. Wohin führt jetzt der ganze Ruhm und Gedönse hier? Ja, guck mal, wir haben was Neues dazugelernt. Oh, nee, wir haben Inventar. Das sieht sehr komisch aus. Sieht in Kombination besser aus. Aber immer noch ganz strange. Oh. Haben wir überhaupt noch... Wohin führt... Hat er gesagt, hierhin? Ich habe keine Ahnung. Wir haben wir aber... Yo, Welt und Karte. Sie wollen Blut sehen. Deine Odyssee? Hier hinten aber noch was. Hä? Sehr komisch. Inventar haben wir... Oh, stimmt. Wir haben ja noch den Bogen. Sonst haben wir nichts mehr. Fähigkeiten können wir jetzt eins machen. Ich meine, ob wir das aufsparen wollen, weil wir hier alles Stufe 10 haben und so. Ein genereller Lichtblitz. Oh, weise Fähigkeit. Ich hasse Fähigkeiten zu weisen. Erfolgsstufe 16. Größeres Attentat. Oh, stimmt, das hatten wir gar nicht. Das kostet Geld, um zurücksetzen. Guck mal an. Da unten. 340. Habe ich gar nicht mitbekommen, übrigens. Dass das kostet. Letztens habe ich immer da auf neutralisieren. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Dass es sogar kostet. Jo. Werde zur Koryphäe im Umgang mit Betäubungspfeilen und mache Ziele kampfunfähig, statt sie zu töten. Jo. Die Zeit verlangsamt sich für 5 Sekunden, wenn du vom Gegner gesehen wirst. Gezielte Pfeile erfassen. Jo, das wäre schon was. Das ist alles Fähigkeit, liebe. Zuweisen. Das wäre noch was. Das hier wäre was Wunderschönes. Aber ich glaube, mit unserem... Yo, also nee. Unser Style ist hier nicht gefragt. Wir sehen auch beknackt aus. Schiff. Ich suche den Schiffsbauer auf. Yo, ein Schiffsbau ist eine gute Sache. Da gehen wir auch gleich hin. Nichts Neues in der Welt, dann nehmen wir mal die 100 Meter noch in Kauf. Ich kann über Weizen gehen. Was ist? Hallo. Ringen. Ringen ist angesagt. Oh. Verbessern? Mit. Aha, das kostet Kohle. Ach so, ist das Ganze hier, das kostet natürlich Kohle. Komm zu mir, wenn du etwas suchst. Das kostet eine Runde Kohle, ne? Ich hoffe mal, dem Schiffsbau hier geht's gut. Und der werden wir in der nächsten Runde auf uns nehmen. Und frage, ob wir das Schiff hier nehmen dürfen. Oder ob er nur eine alte Schaluppe hat, die wir mitnehmen dürfen. Wir sehen uns. Viel Spaß. Haut rein. Das war's. Wir sehen uns.